Der Amazonas-Regenwald gilt als größter CO2-Speicher der Erde. Doch Brände, Abholzungen oder illegale Goldsucher haben ihn schwer geschädigt. Um ihn zu erhalten, finanzieren große Unternehmen Projekte vor Ort und bessern mit CO2-Zertifikaten ihre eigene Klimabilanz auf. Auch der Mineralölkonzern Shell. Hier kann man 3 Cent pro getanktem Liter CO2-Kompensation drauflegen. So, ich habe jetzt 17 Liter getankt und 51 Cent zusätzlich gezahlt. Das steht hier, das ist der CO2-Ausgleich von Shell. Auf seiner Webseite erklärt Shell, Zitat, rund 1,6 Millionen Hektar bedrohter Regenwald konnten im Gebiet von Cordillera Azul bereits bewahrt werden. Zudem soll es der einheimischen Bevölkerung durch das Projekt besser gehen. Cordillera Azul wurde vor mehr als 20 Jahren ein Nationalpark. Der Wald hier ist also schon per se streng geschützt. Für die Errichtung des Nationalparks wurden die hier lebenden Indigenen vertrieben. Fernanda sucht heute die Reste ihres alten Hauses. Dort war mein erstes Haus, in dem ich wohnte. Sie ließen uns nicht mehr rein, um die Bananen und die Yucca zu holen, denn die Parkaufseher haben alles entwurzelt. Was sollten wir essen mit unseren Kindern? Shell stieg in den Handel mit den CO2-Zertifikaten für den Nationalpark zwar erst später ein, aber die Landkonflikte zwischen Indigenen und Nationalpark waren öffentlich bekannt. Shell antwortet auf Nachfrage, man wolle sich wegen eines laufenden Verfahrens nicht äußern. Gemeint ist damit die gerichtliche Auseinandersetzung mit der deutschen Umwelthilfe. Wir brauchen ein Ende dieses Greenwashings. Wir brauchen einen ehrlichen Einstieg in einen Wettbewerb, wie man Produkte und Dienstleistungen weniger umweltbelastend machen kann und dabei auch einfach einen tiefen Respekt hat vor Menschen, vor Dörfern, vor Kulturen, die seit Jahrhunderten in tropischen, in borealen Wäldern oder anderen Ökosystemen leben. Die deutsche Umwelthilfe verklagte Shell, wie auch viele andere Unternehmen, wegen, so der Vorwurf, Verbrauchertäuschung durch irreführende Werbung mit CO2-Neutralität. Den CO2-Ausgleich des Mineralölkonzerns Shell bezeichnet die Umwelthilfe als dreisteste Umweltlüge.